Ja, also ich. Es muss mehr. Nee, Moment, wo ist die Kamera? Ach da. Ja. Es muss mehr gehandelt werden in Deutschland und weniger geredet. Hast du. Läuft schon. Du musst diesen Poweron-Off-Knopf drücken. Ah, läuft. Okay. Ja. Es muss mehr gehandelt werden als geredet in Deutschland. Weniger Kameraaufsager, mehr Taten fordere ich hier und heute. Hier vor mir ist der Saale-Elster-Kanal, das berühmte Jahrhundertprojekt von Leipzig nach Halle, Anschluss an die Saale. Nie vollendet, aber schon vor 200 Jahren geplant, also kurz nach den sizilianischen Befreiungskriegen in Slowenien, als Napoleon den berühmten Fenstersturz zu Budapest gemacht hat in der Drehe. Die Idee, diesen Kanal zu bauen, ist ja Jahrhunderte alt. Das geht ja schon auf Karl Friedrich Ernst August Hölderlin von dem starken Großen von Sachsen-Coburg-Wechmar zurück. Der, ich weiß es nicht genau, vielleicht war es auch Johann Wolfgang von Mozart. Ist völlig egal. Aber gemacht haben es dann erst die Nazis, also Hitler. Auf grundlosen Wegen, über gesprengte Straßen, auf steinhaltenden Geröll, in engsten Felsenpfaden und durchreißende Gewässer. Den Hafen und den Kanal bis hier kurz, hier endet er mitten auf freiem Feld. Also ich meine, für einen Mann und nur 3 Jahre hat er eine ganz schön ordentliche Leistung abgelegt, der Gute. Ich werde es jetzt weitermachen hier, denn ich sage, es ist ein Großprojekt, das unbedingt umgesetzt werden muss. Es bringt Wirtschaftlichkeit, Tourismus und fördert ganz allgemein die Arbeitsplätze. Es wird alles gut mit diesem Kanal, wenn der Durchstich erst erfolgt ist. Er ist fast fertig, es fehlen nur 7,8 Kilometer. Leipzig muss endlich angebunden werden an die große weite Welt. Hamburg, Industriehafen, Murmansk, eisfreier Hafen und endlich die westöstliche Seeroute nach Indien gefunden werden, damit die Inder, die jedes Jahr kommen, nach Leipzig zum Bachfest zum Beispiel, dann auch auf dem Wasser kommen und nicht weiter die Straßen verstopfen und hier den Stau auf der Schiene immer weiter verursachen mit ihren riesigen Rucksäcken und Rucksäcken und heiligen Kühen. Das geht ja nun wirklich nicht in Deutschland so weiter. Außerdem, es ist sicherlich auch ein großer, nicht nur für Leipzig, ein großer touristischer Aufschwung, sondern auch für Leuna, für Karitt oder hier auch die kleineren Orte, wie die kaum jemand kennt, Halle, Marktflecken aus dem Mittelalter, so eine Wüstenei, würden davon unheimlich profitieren, wenn die Leute hier kämen. Nur es muss eben gemacht werden. Der Verein zur Förderung des Durchstichs am Karl-Heine-Unstrut-Kanal, der dann ja da vorne ist, hat plant hier, dann dort hinten ist ja auch eine große 22 Meter hohe Schleuse, die ist schon fertig, nur es fehlt auf beiden Seiten das Wasser. Da ist natürlich schlecht Schleusen. Der Verein und die offizielle Wegeplanung, wenn sie denn jemals zustande kommt, was natürlich nicht passiert, rechnet damit, dass der Kanal 2025 etwa fertig sein könnte. Ich sage nein, es geht auch schneller. Wir müssen jetzt nur hier mal ordentlich in die Hände spucken, die Fäuste hochkrempeln und dann loslegen. Und das werde ich jetzt hier tun. So wie damals Hitler. Es ist ja gerade im Dritten Reich jetzt zum ersten Mal richtig groß was passiert. Dann, da kam ja richtig Schwung in die Bude zum Schluss, also gerade 1944 dann so, haben die ja wirklich alle zum Teil Großprojekte gigantischen Ausmaßes über Nacht eingerissen. Also mit ausländischer Hilfe. Da ging es noch. Heutzutage wird Palabra, ich denke nur hier an München 21 oder Verschwörung 23. Ich sage, es muss was getan werden, ich tue jetzt was, ich lege jetzt hier den ersten Spatenstich, durchschneide den Grundstein und nagele das Pferd von hinten. So. Es ist eine großartige Sache, es fehlt nur noch dieser kleine Brückenschlag, der den Pluspol mit dem Südpol verbindet und den Meridian um Mitteldeutschland spannt. Es ist auch eine großartige touristische Attraktion aus wasserwanderschaftlicher Sicht. Da kann man direkt von Leipzig zum Beispiel bis Leuna ins Industriegebiet durchpaddeln. Schnurgerade, da kann man morgens schon sehen, wo man abends das Zelt aufbaut. Mutti, Mutti, nur 27 Brücken heute. Gut. Man sieht, es geht voran, wenn man was macht. Man muss eben auch einfach mal anfangen. Ja? Ich meine, es ist jetzt, vielleicht sieht das jetzt noch nicht viel aus, aber wir müssen ja nur vorstellen, 40
sagen wir mal 40 Millionen Deutsche, also alle, die arbeitsfähig sind, brauchen jetzt hier bestimmt nur noch nicht mal einen halben Tag, vielleicht eine Viertelstunde, 10 Minuten arbeiten. Wenn man das jetzt hochrechnet, können Sie ja selbst hochrechnen, wie schnell sind wir dann da drüben angelangt, wie schnell sind wir dann durch. Und dann geht das ruckzuck, wir müssen ja auch nicht alle an einem Tag herkommen, das geht ja gar nicht. Von mir so ein kleines Teersträßchen von dem Abzweig da vorne, der A9 ist ja gleich da vorne, gute Verkehrsanbindung. Es gibt einen riesigen touristischen Aufschwung hier für Dixi-Häuschenvermieter, Imbissbudenbetreiber, die ganze Hütchenspielindustrie. Also da ist ein riesiges Potenzial, das muss man eben nur ausbuddeln. Damit wir endlich von Leipzig nach Honolulu paddeln können. Jetzt, nachdem ich den ersten Spatenstich getan habe, ist die Politik gefordert, um endlich Schwung in diese tourismusschwache Region in Mitteldeutschland zu bringen. Jetzt. Warte, da kommt schon einer. Da könnt ihr noch weitermachen. Nee, der biegt ab. Dann. Einer muss es weitermachen. Vielleicht die junge Frau hinter der Kamera, die hübsche Nackte hier. Würde ich sagen, dann machst du das jetzt hier. Oh ja, geht doch ganz gut. Mhm. Ja. Ja.